Hallo und willkommen zurück auf dem Hof Bexon in Erlengrad. Ich habe euch ja gesagt, ich hole euch zurück, wenn ich mit Cosplay anfange. Und hier läuft Cosplay, wie ihr sehen könnt. Und seht für mich Raps. Und das scheint ganz gut hinzuhauen. Ich habe mal die Linien eingeblendet, die er hier abfahren möchte. Und jetzt schauen wir mal, wie er hier die Ecke gewuppt kriegt. Ist ja ein bisschen tricky hier an der Steigung. Aber da hinten an der Bauminsel, da hat er das auch ganz gut hinbekommen. Stehen die Bäume genau so, dass er sich so einmal davor setzen konnte, rückwärts fährt und dann genau die Nische erwischt. Jetzt bin ich gespannt, wie er sich hier an der Ecke schlägt. Also, es funktioniert 1A. Ich bin überglücklich. Das heißt, jetzt kann ich auch tatsächlich dann mit Cosplay ernten, mit Autodrive abfahren. Alles automatisiert. Muss ich mir noch die Autodrive-Kurse wieder entsprechend einfahren. Okay, dass er da so ein bisschen was nicht erwischt, das liegt eben einfach an der Feldgegebenheit hier. Da kann jetzt das Gerät nichts für, dass das Gerät auch einfach zu groß für. Mit einer kleineren Seemaschine würde er das vielleicht hinbekommen. Mit der hier halt nicht. Ihr habt mir auch den Tipp gegeben, zwischenzeitlich schon in den Kommentaren. Ich glaube, Jochen war das. Nutz einfach kleinere Geräte, da kommen die Helfer besser mit zurecht. Hatte ich vor, aber jetzt ist es egal. Scheint so, als würde Cosplay das jetzt regeln können. Und ja, wunderbest. So, jetzt setzt er nochmal ein Stück zurück. Geht schon mal auf die Spur. Mega nice. Jetzt bleibt er am Baum hängen. Okay, der Baum muss also weg. Jetzt muss ich ihn retten. Entweder muss ich den Baum umsäbeln. Na, er gibt auf. Nein, er gibt nicht auf. Okay. Trotzdem muss der Baum weg, der stört hier. Moment, bei Blau verschwindet er, glaube ich, komplett. Mal kurz testen. Kann sein, dass er einfach weg ist gleich. Jawohl, da ist der Baum einfach weg. Soll mir aber recht sein. Ist okay. Geil, oder? Rapsansaat mit Cosplay. Sehr, sehr schön. Ja, so macht das. Macht das wirklich Sinn für mich. In einem Singleplayer Spielstand ist es einfach von Vorteil, finde ich. Man sieht das so ein bisschen, ich habe eine relativ hohe Überlappung eingestellt von 10%. Standardgemäß sind es 7. Aber hier in der Kurve sieht man das jetzt sehr schön. Sonst würde er so eine kleine Lücke lassen. Und die wollte ich nicht haben. So wie, da müsste jetzt so eine ganz, ganz kleine. Ah, ne, die hat er jetzt nämlich erwischt. So, mit 10%, das hatte ich auch noch aus dem 19er parat. Oder so habe ich es im 19er auch immer gemacht. Ich habe immer 10% Überlappung gegeben. Und damit war ich dann relativ safe, dass hier nicht wirklich irgendwelche freien Stellen drin bleiben. Okay, während der hier unterwegs ist, na, gucken wir uns die Kurve nochmal an, habe ich 3 Aufträge angenommen, Düngeaufträge. Die möchte ich auch mit Cosplay einfahren und da werden wir dann gleich mal so einen Kurs erstellen zusammen. Jetzt gucken wir nochmal, hier ist nämlich der Baum, da hinten seht ihr den, der hätte im Weg sein können auf der Außenbahn, wenn er zurücksetzt. Aber auf dieser Bahn denke ich nicht, dass er so weit zurückfährt und Probleme damit bekommt. Nein, wunderbar, das haut hier wunderbar hin. Dann hat es sich doch gelohnt, dass ich mir hier 2 Felder draufgezogen habe. Perfekte Nummer. Sehr, sehr cool. Also, Cosplay läuft. Jetzt testen wir das noch in unterschiedlichen Arbeitssituationen, würde ich sagen. Okay.
springen wir mal zum Hof. Und Aufträge. Ich habe 3 Düngeaufträge angenommen. Aber schaut euch mal den hier an. 495.569 Euro würde ich bekommen, wenn ich in der Lage wäre, 177.000 Liter Eier in knapp 11 Stunden an den Supermarkt zu liefern. Von Jakob Fischer. Ich ärgere mich so sehr, dass ich keine 177.000 Liter Eier hier stehen habe. Das sind einfach zu wenig. Wie viel sind denn das? Naja. Müsste der ganze Hof hier vollstehen, was? Palette mit 340 Kilo. 1400 Stück auf Palette. Oder sind das... Wo ist er denn jetzt reingesprungen in die Statistiken? Ich weiß nicht warum. Wenn ich ins Menü gehe, ist er immer in irgendeinem anderen Punkt auf einmal. Das ist schon ein bisschen nervig gerade. 177.000 Liter Eier. Was sind das hier? 1400 Liter oder 1400 Stück sind ja... Ein Ei ist, hat ja nicht einen Liter. Okay. 340 Kilo. 340 Liter. So, ne? Ein Kilo entspricht ja eigentlich einem Liter. Ja gut, da fehlen so ein paar Paletten. Den Auftrag nehme ich mal nicht an. Schade. Hätte ich gern gemacht. Aber, naja, gut. Als ich den Düngerauftrag angenommen habe, ist mir aufgefallen, was ich da noch für eine Mod draufgenommen habe. Und zum Düngen nehmen wir jetzt mal den John Deere, unseren neuen. Dass wir den auch mal ein bisschen sehen. Und zwar habe ich die Mod draufgenommen, dass ich mit Überladewagen jetzt Kalk überladen kann. Da habe ich ja immer das Problem, dass ich nur den kleinen Kalkstreuer habe, der aber wiederum eben über 40 Meter ausstreuen kann, aber ich muss immer zum Hof damit zurück und das hat mich tierisch genervt. Eine unserer Anschaffungen in der nächsten Zeit wird also ein Überladewagen sein, mit dem ich dann Kalk bewegen kann. So, ich glaube, dass ich noch mehr Dünger im Silo habe. Mal kurz gucken, ob hier was rauskommt. Jawohl, mach mal voll. Oder auch nicht ganz voll. 8000 Liter, ja, das sollte reichen. Dann machen wir wieder zu. Und wir beginnen auf... Nerv. Nee, Aufträge hier unten. Auf Feld 10, 11, 12. Ach, die sind ja auch noch alle nebeneinander, ne? 10, 11, 12, 11... Ja, 10, 12, 11 machen wir so rum. Fangen wir bei 10 an. Fahren da mal eben selber hin. Und ich mag den John Deere hier. Der ist echt cool. Ich finde, der hat auch einen geilen Sound. Ich habe ihn auch mal mit der Doppelbereifung probiert. In meinem Testspielstand. Finde ich auch sehr cool. Ist ja nicht mehr ganz so wendig natürlich, aber sieht auch schon geil aus dann. Ich hätte jetzt auch mit Autodrive einfach... Hätte ich auch machen können, ne? Schon mal den Kurs anlegen auf Feld 10, mit Autodrive hinfahren lassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Übergeben schon funktioniert. Werden wir alles nach und nach testen. Jetzt geht es erstmal manuell rüber, was auch gut ist, wie wir sehen, weil Autodrive hätte sich jetzt hier in der Schranke erstmal festgefahren. Das wäre gleich wieder in die Hose gegangen. Ich brauche noch eine Mod, dass ich den Zug stoppen kann. Gibt's, glaube ich, auch schon. Habe ich, glaube ich, auch schon gesehen, habe ich aber nicht drauf. Kann man dann den Zug mit stoppen und dann sagt man dem halt an, so, jetzt sollst du fahren, ich hol dich. Irgendwie so. So, aber der hat in der Höchstgeschwindigkeit wurde geflunkert. Da stand was von 60 km/h, aber der fährt 48. Mehr ist nicht drin. So, ich bin hier schon neben Feld 10, kann das sein? Ist doch alles schon Feld 10.
Ich habe die Auffahrt verpasst. Das heißt, den Zaun gibt es hier jetzt nicht. So, Punkt aus. Basta. Keine Beschwerden, bitte. So, wir sollten... Ja, wir stehen bei Feld 10. Wunderbar. Also, wir gehen in die Aufträge. Wir haben den John Deere hier. Wir sehen, aktiv ist der New Holland. Der fährt mit Cosplay-Feldarbeit und bewegt sich hier hinten auch. Wunderbar. Wir möchten jetzt aber einen neuen Job erstellen für den John Deere. Jetzt gehen wir auf Cosplay-Feldarbeit und müssen erstmal hier über die Zielposition so einen Startpunkt setzen, damit er weiß, aha, da soll ich anfangen. So, das haben wir gemacht. Dann sollen wir einen Kurs erstellen vor dem Starten. Ich habe hier überall einmal eingestellt. Ich habe erster Wegpunkt eingestellt und in meinem anderen Spielstand, wo ich es getestet habe, konnte ich hier noch wechseln zwischen rechts, links, Mitte. Der fährt dann quasi von der Fahrlinie links in der Mitte, also genau auf der Fahrlinie oder rechts davon. Ich bleibe immer bei der Mitte. Sonst, es macht sich ja mal Sinn, das umzuändern, aber für mich nicht. So, also Startpunkt gesetzt, kontrolliert, erster Wegpunkt ist drin und Mitte. Jetzt öffne ich mir hier den Kursgenerator. 41,9 Meter, fein für mich, könnte ich jetzt ein bisschen runterjustieren. Dann hat er automatisch allein über die Arbeitsbreite ja schon ein bisschen Überlappung. Ich gehe einfach mal auf 41,5. Feldmitte, in der Feldmitte, sprich da, wo kein Vorgewende ist, soll er hoch und runter fahren. Das ist richtig. Ich möchte auch in diesem Fall des Düngens, möchte ich mal, dass er scharfe Ecken fährt. Möchte das testen. Ich möchte auch, dass er ein Vorgewende fährt, aber bei 41 Metern reicht eins. Wahrscheinlich ist das Feld dann sowieso schon, mehr geht wahrscheinlich gar nicht. Und ich stelle mir die Überlappung auch hier auf 10%. Rein zum Überspringen habe ich auf 0, rein probiert habe ich das standardgemäß auf 6, habe ich nicht verändert. Startrichtung automatisch, Richtungswinkel der Bahn habe ich auch nicht verändert, Standard 0. Starten soll er auf dem Vorgewende und ich könnte jetzt noch sagen, sind 1, 2, 3 oder mehrere Fahrzeuge eben auf dem Kurs, dann würde er Bahnen auslassen und die dann dem anderen Fahrzeug überlassen. Sollte sich eine Insel auf dem Feld befinden, soll er die als Kreis umfahren. Und jetzt kann ich hier den Kurs generieren. Ja, hat er gemacht im Hintergrund. Sieht man so leicht durchscheinen hier. Dann schließen wir den Kursgenerator, denn er hat hier jetzt den Kurs drauf. Wunderbar. Den hat er jetzt drin. Was habe ich noch? Zeige Kurs, nur Start, Ende. Ich sage jetzt mal alle Wegpunkte, weil dann sehen wir das gleich hier in der Live-Ansicht und ich mache die Fruchtumfahrung aus, weil ich habe ja keine Fruchtzerstörung an, deswegen deaktiviere ich die. Und ansonsten, hier habe ich nichts umgestellt, könnte ich mir jetzt eben noch den Kurs hier speichern. Ich könnte jetzt sagen, neuen Ordner anlegen, Feld 10. Okay, jetzt habe ich hier den Ordner drin. Und würde hier jetzt einen Kurs reinspeichern wollen, den er gerade aktiv hat. Kurs speichern. Jetzt muss man das aktuell noch einmal aktivieren. Warum auch immer. Und jetzt kann ich das Ding benennen. Ich nenne das einfach mal Feld 10. Eigentlich sind es 42 Meter. Ich habe das ein bisschen runterskaliert. Und ja, düngen. Dann weiß ich eigentlich Bescheid, worum es hier geht. Zack. Und jetzt ist der Kurs hier in Feld 10 abgespeichert als 42 Meter düngen und dann kann ich mir den immer wiederholen. Ganz praktisch. Und jetzt habe ich gelernt oder gelesen, ich weiß nicht, ob es hinkommt, wenn ich den Job, also ich könnte jetzt auch irgendwo hier hinten oben bei Feld 7 stehen, habe mir für Feld 10 einen Kurs generiert. Über den Startpunkt erkennt er das dann ja. Also ich stehe hier oben und sage, Startpunkt ist hier auf Feld 10. Dann generiere ich einen Kurs, dann weiß er, aha, da muss ich hin. Wenn ich also den Job jetzt hier starte, also er ist übrigens rausgesprungen, wir müssen nochmal reinspringen, Job erstellen. Ach, jetzt hat er alles verloren. So, hier CP Feldarbeit. Ich hoffe, er hat den Kurs jetzt noch
drin, wird sich gleich zeigen. Genau, so, also sorry, hier übers Menü, Job starten, dann fährt er tatsächlich auch hier hin. Hier stimmt was nicht. Hier oben ist gerade ein Startpunkt, der ist falsch. Wir wollen ja den hier. Also laden wir uns gleich den Kurs nochmal neu. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, also er fährt dann ganz normal mit zusammengeklapptem Gerät anscheinend zum Feld und legt da los. Es gibt ja jetzt aber auch hier dieses Mini-HUD und ich kann hier einfach auf Play drücken. Dann startet er den Auftrag ja auch. Kann ich auch oben bei Feld 7 machen, aber dann wird er gleich das Arbeitsgerät ausklappen. Und wenn das ein 10 Meter grubber ist, dann ist das nicht so witzig. Also, weiter entfernt vom Feld, einfach übers Menü starten. Wenn ihr schon am Feld hier bereit steht, könnt ihr das auch ganz gut hier rüber starten. So, ich guck mal eben, er hat hier eigentlich den richtigen Kurs drin. Und ich möchte aber, dass er am ersten Wegpunkt loslegt. Ich starte das jetzt mal hier übers HUD. 41,5 Meter, das hatte ich alles eingestellt. Genau, ersten Wegpunkt hat er mir irgendwie zerschossen, warum auch immer. Und ich sag mal, leg los und dann schauen wir mal, was er macht und ob er das hinkriegt. Das sieht aber soweit gut aus. Er fährt hier an, wunderbar. Und jetzt müsste er eigentlich gleich am Startpunkt anfangen, den Dünger rauszuhauen. Ja, wunderbest. Cool. Jetzt sollte ich auch kein Problem mehr damit haben, dass der Helfer auf einmal mitten im Auftrag stoppt und ich erstmal die Stelle finden muss, weil auf so einem Feld, wo hier schon alles steht, ist es gar nicht mal so einfach zu erkennen, wo war denn jetzt der Helfer schon und wo noch nicht. Fand ich immer ganz, ganz toll. Habe ich teilweise doppelt und dreifach gedüngt. Total unnötig. Bin allerdings gespannt, ob der jetzt quasi einmal hier im Kreis fährt, bis er wieder am Startpunkt ankommt, dann hier weiterfährt und hier dann in die Mitte abknickt. Ich denke schon, weil die Stoppseite wird da hinten sein. Ja, da hinten sieht man das Stopp. Okay, so wird er wohl fahren. Er wird jetzt einmal den Kreis machen, dann hier wieder runter und dann durch die Mitte zurück. Meine Annahme. Wetten werden jetzt angenommen. Gott, der Traktor verschwindet in dem Feld. So hoch steht es hier schon. Also mit Fruchtzerstörung wäre das jetzt nicht witzig. Mal ein bisschen Innenansicht gucken. Ja, nice. Ja. Hätte man keine Chance, ne? Also ohne GPS wüsste man ja gar nicht, wo man ist. Er ist sicherlich realitätsfremd, da jetzt durchzufahren. Aber okay, ist ja auch ein Game. Boah, der hat aber, guck mal, wie viele Steine der hier auf dem Feld hat. Was das für Kalk ist, der hier rumliegt. Mann, unnötig. So, mal verfolgen im Auftragsfenster. Feld 10, 61% haben wir schon. Cool. Läuft doch wunderbar. Ich ärgere mich, dass ich da nicht rankomme. Das wäre mega cool, mal eben eine halbe Million mit Eiern verdienen. Gibt es vielleicht noch neue Aufträge, andere? Nee, okay. Mehr ist hier gerade nicht zu holen. Doch, jetzt, hier kommt noch mehr. Noch ein Ernteauftrag. Okay, wenn wir den Düngeauftrag hier fertig haben, haben wir ja gleich, nehmen wir noch den Ernteauftrag an auf Feld 14 und dann testen wir das mal aus. Gucken, ob wir das noch in der Runde hier schaffen. Wenn der John Deere sich jetzt ein bisschen beeilt, könnte es hinkommen. Ich kann ja den Drescher so lange schon mal rüberfahren. Zu Feld 14. Dann haben wir den schon mal da. So, ist auch wichtig, der
der CR-1090 hier, der darf nicht so viel stehen. Der muss in Bewegung sein. Der war viel zu teuer dafür, als dass er hier nur steht. Deswegen, wenn ich da Aufträge bekommen kann, dann nehme ich die auch an. Der muss immer in Betrieb sein, so oft es geht. Ist noch näher ran? Ach nee. Bisschen zu weit weg von der Deichsel hier. Jetzt habe ich dich. So, Feld 14, mein Freund. Ich schick dich mal hier rum. Und dann machen wir uns das Hub kurz an. Und Feld 14 habe ich, glaube ich, auch. Yes, Feld 14. Du sollst erstmal nur hinfahren. Vollkommen richtig. Mehr musst du erstmal nicht machen. Der ist unterwegs, dann brauchen wir einen Abfahrer dafür. Dafür nehmen wir den Farmtech Fortis. Und ne, den Fendt behalten wir mal hier. Wir nehmen den Deutz. Bringen wir das alles schon mal in Position da. Dann werden wir nämlich eiskalt die Ernte bei uns zwischenlagern und nicht abfahren. Und ja, zu den Silageballen dürft ihr nicht so rüber gucken. Das ist mir ein Dorn im Auge. Ach nice, guck mal, das hat er ja ein bisschen groß, wa? Hier für die... Wo bist du denn da hängen geblieben? Du bist echt an dem Gewächshaus hängen geblieben. Sag mal. So, jetzt aber. Wo willst du denn hin? Muss ich mir hier gleich noch die Fahrspuren anzeigen lassen. Der Drescher ist zu groß für unseren Hof. So, jetzt müsstest du den Weg aber finden, oder? Gott, oh Gott. Felder fremd, Feld 14 bitte und Abfahrt, mein Freund. So, in der Zwischenzeit sind wir auf Feld 10 fertig, haben wir gesehen. Hier kommt, ich zeig's euch einmal. Hier ist die Misere. In alle Richtungen weggekippt jetzt, weil hier hinten die Stabilität verloren, glaube ich, und umgekippt. Dabei dann hier rüber gedrückt. Weil ist ja, achso, hier kann ich kein Pfeil anzeigen. Also es ist ja hier nach rechts rüber gekippt und dadurch wird, glaube ich, Druck nach links ausgeübt. Und dann ist das alles einfach in sich zusammengebrochen. Ist nicht schön. Aber naja, was willst du machen? Interessant, wo der so hinspringt. So, hier sind wir fertig. Wunderbar. Dann... schließen wir den Auftrag mal ab, abschließen und nehmen den hier an. Nee, Gerät brauchen wir nicht, wir haben eigenes, danke. Boah, das ist ein geiles Gefühl, die jetzt nicht mehr mieten zu müssen, die Sachen. Mega cool. So, dann schalten wir den Motor an. Feld 12 müssen wir jetzt rüber. Ist das gleich hier nebenan? Ja, cool. Ja, nice. Das ist gleich hier vorne. Sehr gut. Dann bin ich so dreist und fahr mal eben von hier ran und gebt dir einen neuen Auftrag, ne? Auftrag, Job erstellen. So, eigentlich müsste er den alten dann jetzt löschen. CP Feldarbeit. Start soll sein hier. Oder behält er den hier angezeigt? Wird sich zeigen. So, da ist dein Start. Erster Wegpunkt Mitte. Kursgenerator öffnen. 41,5 hat wunderbar geklappt. Bleiben wir bei hoch, runter, scharf, ein Vorgewende bei der Anzahl 10%, alles gut. Generiere mir den Feldkurs und jetzt hat er gewechselt. So, jetzt ist er auf Feld 12 gewechselt, da fährt er einmal im Kreis und dann ist er fertig. Nice. Muss ich noch irgendwas machen? Ja, ich kann mir das noch speichern. Neuer Ordner. Feld 12. Kurs speichern. Activate. Feld 10, 42 Meter düngen. Danke sehr.
Job erstellen. Da hattest du eben irgendwie Probleme mit, ne? Als ich hier gesagt habe, Job starten. Jetzt hat er hier nämlich irgendwie aus irgendeinem Grund wieder den Startpunkt. Ich spring mal raus und guck mir das mal kurz in dem HUD an. Hier ist nämlich noch Feld 10 drin, guck. Jetzt, wenn ich darauf klicke, springe ich hier rein. Kann sagen Feld 12, hier den Kurs und den sollst du, eigentlich sollst du ihn laden. Aber dann lösche ich jetzt mal kurz alle Kurse raus bei dir, mein Freund. Und lass dich diesen Kurs laden. Klappt nicht. Wunderbar. Warum nicht? Kurs laden. Muss ich das erst aktivieren? Hast du es jetzt? Ah, man muss noch das Activate klicken. Gut. Let's see. Nee. Nee, das will noch nicht so, wie ich das möchte. Aber gut. Ich habe das auch Feld 10 genannt. Ich Depp. Das ist mein Fehler. Das ist mein Fehler. Ändere Modus. Kann ich den irgendwie umbenennen? Löschen kann ich nicht, umbenennen kann ich nicht. Oder wie? Ändere Modus. Kurse, Ordner, editieren. Ah. Ah. Eintrag umbenennen. So. Activate. F12, 42 Meter düngen. Mal wieder Problem vor dem Bildschirm und nicht dahinter. Na klar. So, wir haben umbenannt. Muss ich noch was machen? Ändere Modus zurück. Ja, wunderbar. So, jetzt hast du den auch geladen, oder? Nee, hast du nicht. Wir kriegen das hin. Wir nehmen uns die Zeit jetzt hier. Dann wird es heute einfach mal länger. Ist ja auch okay. Kurs aus Fahrzeug löschen. Düngen. Kurs laden. Activate. Will er nicht. Warum nicht? Was ist dein Problem, Digi? Ich möchte aber, dass du diesen Kurs nutzt. Job erstellen. Okay, ist ja auch nicht, ist nicht schlimm. Wir hauen ihm den Kurs nochmal raus hier. So, gehen ganz blanko rein. Du kriegst jetzt einen Job mit Cosplay und du fährst von hier in die Richtung. So, der Rest hier stimmt, da muss ich nichts dran ändern. Dann speichere ich das Ding halt nicht. Ich kann mir das ja auch einfach neu generieren. Da habe ich kein Problem mit und keinen Schmerz. Schließen, Job starten. Er fährt an. Mehr will ich doch gar nicht. Jetzt fährt er aus Feld auf. Jetzt fällt ihm auf. Na? Nicht so gut angefahren. Na? Wir fahren nochmal eine kleine Schleife. Ich meine, er soll so viel Schleifen fahren, wie er will. Hauptsache, er legt los. Jawohl. Er legt los. Sehr schön. So wollte ich es haben. Wo ist Feld 14? Ach hier, guck mal. Sind schon alle da. Falsches Fenster. Wir müssen hier rein. So, Feld 14 haben wir als Auftrag bekommen. Wir nehmen aber einmal eben hier kurz das Ankoppeln von unserem Schneidwerk. Oh, wie praktisch. Hier ist eine Wiese nebenan. Dann kann ich das ja ganz gemein nutzen. Ah, die haben wir selber schon hier bearbeitet, die Wiese. Mit 5 Fahrzeugen gleichzeitig und dem Standardhelfer. Auch das funktioniert. Also wer es nicht gesehen hat, guckt gern mal rein. Ihr könnt mit 5 Fahrzeugen und gleichzeitig und dem Standardhelfer hier auf so einem Feld unterwegs sein. Geile Nummer. So, wie möchte ich denn, dass du anfängst? Ich stell dich mal hier hin. Da möchte ich dir einen Auftrag erteilen. Du bekommst jetzt einen Job. Ein Cosplay-Job. Dein Startpunkt ist hier und er geht nach da. Erster Wegpunkt, Mitte. Hat er gleich im HUD wieder vergessen. Ach, aber nicht der Rede wert. So, wir stellen ein, dass du
13 Meter hast und hoch runter fährst, scharfe Kurven, du fährst bitte 3 Vorgewende. 10% Überlappung, da bleibe ich bei. Im Uhrzeigersinn, keine Reihen überspringen, etc. pp. Passt. Generiere mir den Feldkurs, bitte. Dankeschön. So, jetzt, ich lasse das mal weg mit dem Speichern, das kann ich später immer noch machen. Er hat den Kurs jetzt drin, wunderbest. Ich springe einmal raus und guck mal, ob ich den jetzt über das HUD starten kann. Außerdem möchte ich einmal die Strohablage kontrollieren. Die ist an. Ja, wunderbar. Was ernte ich hier eigentlich? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Was haben wir denn für einen Auftrag? Wir lassen ihn erstmal anfangen jetzt, weil sonst... temporärer Kurs ist drin, okay. Leg mal los. Fängst du jetzt einfach an? Er fängt eiskalt hier an. Ja, okay. Achso, weil er... Ah. Immer noch mal im HUD umstellen auf ersten Wegpunkt. Mann, Junge. Das finde ich doof, dass ich das immer noch umstellen muss hier. Muss mal ein bisschen drauf Acht geben. So, ich wollte nachgucken, was ich hier eigentlich gerade ernten soll. Ernten, was haben wir denn hier? Hafer. Ja gut, dann macht das doch Sinn mit der Strohablage. Wunderbar. Dann kann ich mir hier nämlich wieder die Strohballen mopsen. Perfekto. So, dann zeig mal, was du kannst. So automatisiert. Ich bin sehr gespannt. So, okay. So weit, so gut. Und da rasiert er los. Schöne Nummer. Strohablage vorhanden. Wunderbar. Die holen wir uns nachher weg. Jetzt ist er in Gang. Ich mache das so rum. Ich starte den erst und dann hole ich mir hier seinen Kurs. So mache ich das. Haha. Neuer Ordner. Feld 14. Okay. Deinen Kurs möchte ich mir jetzt speichern. Activate. Das ist Feld 14 mit 13,5 Metern zum Dreschen. Pam. So. Und jetzt müsste ich nämlich mit der Ballenpresse stumpf hinterherfahren können. Den Kurs reinladen und dann fährt er hinterher und gut ist. Das heißt, wir schicken dem gleich eine Ballenpresse hinterher, aber vorher... Müssen wir das HUD einmal anmachen. Feld 14 ist in Autodrive aktiviert. Wunderbest. Dann springen wir mal rüber in den Abfahrer. In den Deutz. Du sollst bitte einen Drescher abfahren. Auf Feld 14, korrekt. Und bitte bring das erst einmal... Wir haben selber Hafer im Silo, ne? Bring's mal zu uns ins Silo. Bitte. Start. Bin gespannt, ob er abfährt, wie er soll. Warum ist er aus? Ach, er wartet auf Ruf. Finde ich gut. Sprit sparen. Sehr schön. Er wartet jetzt, bis der Drescher ruft. Das heißt, ich hole mir jetzt in der Zwischenzeit vom Hof. Erstmal gucke ich hier, ist der fertig auf Feld 12? Wenn wir schon mal da sind. Feld 12 abgeschlossen. Abschließen. Dann kann ich den ja stoppen. Stopp! Danke. Kannst dich drehen. Ich kann ja eigentlich gleich hier stehen lassen, ne? Aufträge. Deinen Kurs kannst du... Den brauchen wir nicht mal vergessen. Wir machen einen Job erstellen. Dein Wegpunkt wird hier sein. Zack. Öffnen. Kann alles so bleiben. Verändert sich nicht. Generiere mir einen Feldkurs auf 11. Dankeschön. Wunderbar. Und dann starten wir mal von hier aus. Das ist jetzt komisch. Was hat er jetzt gemacht? Warum ist er da jetzt zum Drescher gesprungen? Ich hoffe, er hat nichts zerstört.
gucken, ob das hinhaut. Jetzt hat er das auch hier im HUD. Erster Wegpunkt, temporärer Kurs. Wunderbar, dann speichere ich mir den jetzt im Nachgang hier. Zack. Was ist das? Feld 11 haben wir schon. Düngen mit 23,9 Metern hatte ich hier mal drin. Ja, das waren die alten Tests von mir. Activate. Feld 11. 42 Meter düngen. Auch abgelegt. Wunderbar. Funktioniert. Der ist unterwegs. Sehr, sehr schön. Dann springen wir zum Hof, mein Freund. Wir brauchen die Fast Bale. Jetzt ärgere ich mich tatsächlich im Nachhinein ein bisschen, dass ich die Impress verkauft habe. Weil ich habe die ja nur verkauft, weil es so lange gedauert hat mit dem Stoppen immer, wenn ich manuell gefahren bin. Und mit der Fast Bale konnte ich einfach durchziehen. Jetzt ist es egal. Cosplay funktioniert jetzt. Fast Bale ist natürlich trotzdem schneller, aber die Ballen rollen halt auch am Hang. Das ist jetzt nicht extrem, ich musste die Ballen noch nicht sonst wo herholen, aber ist halt schon mehr Aufwand dann, wenn ich sie irgendwo anders einsammeln muss oder ich verliere einfach mal einen. Das ist dann ein bisschen doof. Von daher jetzt im Nachgang, wo das funktioniert. Oh ja, die Kurve muss ich mal korrigieren, die ist ein bisschen sehr eng da dran. Jetzt, wo es funktioniert, ist es halt ein bisschen doof. So, das geben wir uns jetzt aber auch noch. Er fährt aber ein bisschen langsam mit Autodrive, ne? Vielleicht übernehme ich mal. Komm, ich fahre. Ich fahre die Fastbale dahin und dann müsste ja eigentlich so erstes Vorgewende schon durch sein. Dann können wir dich vielleicht direkt hinterherjagen. So, Feld 14. Da wird gerade gedüngt, das heißt, dahinter ist Feld 14. Moin! Und jetzt fährt man eben auch mal an einem Feld vorbei, wo gerade geackert wird hier. Nice. Da hinten ist der Drescher unterwegs. Oh, hätte da noch ein Schild gestanden, hätte ich das jetzt voll umgenietet. So, gucken wir mal kurz ein bisschen zu hier. So, mit den dreien wollen wir jetzt gleichzeitig aufs Feld. So, alle mal auf einen Blick hier. Ah, okay, er fährt hier. Ah, sehr schön. Fährt sich hier, wenn man da besser rumkommt, kurz so eine Ecke raus. Nice, nice. Jetzt mach mal hin, ich wollte neben dir fahren. So viel wollten wir jetzt auch nicht überziehen. Die Leute müssen ja auch noch aufmerksam bleiben. Ach, guck mal, wie praktisch. Dadurch, dass er da steht, wird er jetzt erstmal einen Ticken entladen. Sehr schön. Gut geparkt. Ach, der zieht gleich mit. Das ist ja geil. Guckt euch das an. Jetzt fahren wir hier schön Kolonne. Jetzt fahren die schön nebeneinander her. Ich mache dem mal ein bisschen Platz, dass er hier auch vorbeikommt. Das war gar nicht so geplant. Jetzt zieht er einfach mit. Nice! Kommt ihr durch? Ja, ne? Sehr, sehr schön. Eine geile Nummer. Dann setze ich mich mal dahinter. Damit ich den jetzt nicht in die Quere komme hier. So,
Fastbale würde natürlich eigentlich hier jetzt so hinterherfahren, ne? Wäre jetzt zu nah dran, überhaupt keine Frage. Dann kommen die sich in eine Quere, die Ballen liegen im Weg. Also man sollte dem Drescher eigentlich schon die Vorgewende gönnen, dass er die fahren kann. Und danach kann man vielleicht schon mal ansetzen, je nachdem. Kann aber eben sein, dass er dann doch schon ein paar Ballen durch die Gegend schiebt. So, mal sehen, wie das jetzt da hinten abläuft an der Ecke. Wie sind es da jetzt Regeln? Nice, er fährt schön zurück, macht dem Drescher Platz. Der kann jetzt drehen, jetzt noch mehr. Dann gebe ich ihm auch ein bisschen Platz. Nicht, dass er mir hängen bleibt. Nicht, dass ich jetzt schuld bin. Gut, dass du den Anhänger jetzt so drehst. Muss nicht sein, kann man machen. Und ich denke mal, dass er jetzt hier aber warten wird. Vielleicht hat es auch genau gepasst, einfach mit dem Abtanken. So, dann stellen wir den hier mal bereit. Und können schon mal sagen, wir sind ja auf Feld 14 und wir wollen diesen Kurs hier haben. Kurs laden. Habe ich den da jetzt drin? Nein, kein Kurs. Warum nicht? Ich möchte den da aber drin haben. Wie kriege ich den da rein? Achso, Activate noch. So, Kursmanager 10,50, Feld 14, 13,5 Meter dreschen. Solltest du jetzt eigentlich drin haben. Ja, okay, ich sehe den auch. Jawohl, da ist er. Sehr schön. Erster Punkt. 2,8 Meter können wir jetzt mal ignorieren hier. Das ist seine Arbeitsbreite, ja. Aber er folgt ja jetzt dem Kurs. Die sollen da hinten nur mal eben fertig werden. Wir wollen uns das jetzt ja einmal exemplarisch angucken, ob das hinhaut. Du hast keinen Zugang zu diesem Land, doch. Zu dem hier nicht, das ist richtig, aber hier drüben schon. So, und zack, da sammelt er und dann würde er mir hier die Strohballen raushauen. Geile Nummer. Und wenn ich dann mit dem Ponge noch hinterher fahre, mit einem Versatz auf diesem Kurs, dann kann ich sogar noch automatisch einsammeln. Glaube ich. So, da kommen meine Strohballen. Ist geil oder ist geil? Läuft bei uns, würde ich sagen. Also, Großprojekt dreschen mit Cosplay, abfahren mit Autodrive und gleichzeitig Ballen pressen mit Cosplay. Funktioniert, wollte ich sagen, aber na, kriegst du es hin? Ja, kriegt er hin. Funktioniert. Alle gleichzeitig wunderbest. Ja, dann korrigier da nochmal ein bisschen, dass du wieder auf den Kurs kommst. Ich dachte, der fährt da jetzt schön hinterher. Wir kommen nochmal nah ran. Haben noch ein schönes Bild zum Abschluss, aber dann wird das hier jetzt unser Abschlussbild. Alle bei der Arbeit. Da wird mein Logo sein. Das heißt, so ist das Abschlussbild. Cool. So, wir sind lange unterwegs gewesen heute. Dreiviertel Stunde. Wer jetzt noch dabei ist, Respekt. Danke fürs Zugucken. Danke fürs so lange dabei bleiben. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie ihr mit Cosplay zurechtkommt, ob ihr es schon ausprobiert habt. So wie es jetzt ist, bin ich glücklich. So kann ich damit arbeiten. Vielleicht hätte es auch schon ein bisschen früher funktioniert, aber so ist jetzt auf jeden Fall cool. Und probiert es mal aus. Ladet es euch runter. Ich verlinke es einfach unten in der Videobeschreibung zum GitHub. Da gibt es immer wieder neue Versionen. Also guckt zwischendurch mal nach.
was gibt's Neues und ladet euch dann die neue Version durchaus runter. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Und ja, wenn ihr neu seid, lasst mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen voranbringen hier am Hof. Und bevor es eine Kollision gibt hier jetzt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.